Ach, Heinz, ich hab ja ganz vergessen, dass Mama morgen Geburtstag hat. Hol doch mal. Eine weiße Bluse, Größe 48. Richtig, aber ein bisschen schnell. Um 6 Uhr schließt Frau Zimpel. Abgemacht. Guten Tag, Frau Zimpel. Schnell noch eine weiße Blusen, Größe 48. Schon verpackt, mein lieber Heinz. Bitte, hier ist sie. Und schöne Wünsche an die Mama. Sie wird sich sehr freuen. Ja, sehr Frau Zimpel. Dankeschön, auf Wiedersehen. Versteck sie schon, Heinz, damit die Mama nicht vorzeitig findet, sonst ist die Überraschung hin. Überraschung? Jedes Jahr hole ich schöne Dahlien aus unserem Garten. Und jedes Jahr hole ich eine weiße Bluse Größe 48. Aus diesmal? Lise, alles Gute vor allem Gesundheit und so. Naja, du weißt schon, Lise. Ich weiß, Richard. Nun werden wir mal sehen, was Papa für mich so schön eingepackt hat. Bin sehr gespannt. Nein, das hatte ich nicht erwartet, Richard. Eine Bluse. Wie ich mich freue. Die ist so schön wie die im vorigen Jahr, Richard. Und vor 2 Jahren hast du mir auch eine weiße Bluse geschenkt, Größe 48. Die war ebenso wunderbar. Die war mit Taschen. Und die weiße Bluse vor 3 Jahren, die hatte genau solche Knöpfe wie diese hier. Was ich sagen wollte, Liesel, zugegeben, Liesel, natürlich ist das Quatsch, dir zu jedem Geburtstag eine weiße Bluse zu schenken. 5 Jahre lang. 6 Jahre lang, Richard. 6 Bluse, weiße Bluse, so ein Unsinn. Siehst du was, Richard? Eine Armbanduhr. Du hast noch nie Armbanduhr gehabt. Eben, die letzten 3 weißen Blusen, Größe 48, habe ich am nächsten Tag wieder zu Frau Zimpel in den Laden geschafft. Ich habe das Geld gespart für die Armbanduhr. Ach.